Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, und keiner wollte mit mir spielen, nur einer, und zwar der Möller. Moinsen. Ja, weil ich habe keinen gefunden, der das Spiel mit mir spielen möchte, außer der Möller, der macht sowieso jeden Scheiß mit. Und deswegen ist er dabei. Ja, das Ganze kommt dienstags und donnerstags, 14 Uhr, Dienstag. Hier auf Gamerscheck LP, Donnerstag auf Möllers Gameszone. Er findet natürlich unten in der Videobeschreibung noch den Link zu seinem Kanal. Und warum ist das abwechselnd? Das liegt einfach daran, dass wir nicht gleichzeitig aufnehmen können. Denn das Spiel, für die, die es nicht kennen, wir müssen hier eine Bombe entschärfen. Und ich jetzt in diesem Falle entschärfe die Bombe. Ich habe die Bombe dann vor mir und muss ihm sagen, was ich so für alles für Module und sowas sehe. Und er hat das Entschärfungshandbuch und muss mir sagen, was ich tun muss, um diese Bombe zu entschärfen. Also das heißt, deswegen, ich nehme jetzt auf und er nimmt halt die PDF nicht auf, die er da hat. Er hat halt bloß so ein Buch da geöffnet, das ist Schwachsinn. Und deswegen, ja, machen wir das so. Und deswegen Dienstag, Donnerstag, 14 Uhr. So, wollen wir mal loslegen, bomb die Flusen. Und ja, schönes Menü, ja, super. Okay, wir gehen gleich mal zur ersten Bombe, wir machen gleich die erste Bombe. Also wir werden immer eine Bombe aufnehmen. Kann sein, dass es ziemlich kurze Parts werden, kann aber auch sein, dass es längere Parts werden, je nachdem, wie wir uns anstellen. Also das hier oben, das waren alles Tutorials, und die haben wir schon gemacht. Und jetzt kommen wir zur ersten Bombe. Und zwar, ja, würde ich mal sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben 5 Minuten Zeit, 3 Module sind an der Bombe und wir dürfen nur 3 Fehlversuche haben. Ja, okay. Bist du bereit, lieber Herr Möller? Ich warte nur auf dich. Okay, dann starte ich jetzt hier mal. Und wir haben selber keine Ahnung. This screen is for your eyes only. You are not allowed to look at... Blablabla. Zu schnell. Ich bin wieder zu langsam gewesen. Und wie ihr seht, da ist die Bombe. Und ich klicke die jetzt mal an. Oh, das Licht wurde angeschaltet. Oh, die geht hier schon los. Okay, wir haben Module, 3 Module. Okay, wir haben einen Button wieder. Wir haben einen Button. Und zwar einen gelben, wo Hold draufsteht. Gut, siehe Anhang A, blablabla, bla, gelb, sagtest du. Ja, gelben Button. Zwei betreten, Leute, Bombe mehr, blablabla, Knopf lassen, blablabla. Halten Sie den Knopf, fahren Sie der Anweisung für das Loslassen. Okay, was? Das ist ein Knopf, ein Countdown, eine Film. So, du drückst den gelben. Ne, warte mal. Was für ein Streifen hat die Bombe? Wie? Was, wie? Das Modul meinst du jetzt oder was? Drück mal den Knopf. Gedrückt halten. Achso. Hab ich? So. Rot. Bla 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 bla. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Countdown eine 1 an irgendeiner Stelle hat. Okay. Oh, das war ein Fehlversuch. Okay, die Bombe läuft schneller. Blaustreifen, Wasserstreifen, gelbe Streifen. Wenn die Bombe mehr sind, folgen Sie der Anweisung für Losladen. Knopf, nein. Rot, nein. Der Knopf war gelb. Der Knopf ist gelb und steht Hold drauf. Gut. Wenn der Knopf rot ist, mit Hold. Nein. Wie viele Batterien hat die Bombe? Okay, die Batterien 2, 4, 6. 6 Stück. Gut, also mehr als 2. Gut. Der Knopf war gelb. Ja, immer noch. Leuchtet halt der Anweisung loslassen. Nein. Gelber Streifen. Egal, ne, war jetzt was anderes. Was anderes. Okay, ja, wir müssen das sowieso alle drei machen. Okay, drahtet. Wir haben drehtet. Von oben nach unten, links, rechts, diagonal. Von, was? Links, rechts. Also von, ne, also gut, wie viel Kabel? 3. 3. Ist ein rotes Kabel dabei? Nein. Ist das letzte Kabel weiß? Nein. Ist ein blaues Kabel Nein. da? Nein. Was für Kabel sind denn da? Es sind 3 Kabel, schwarz, schwarz, gelb. Rot, letzte Kabel durchschneiden. Nein, war auch wieder ein Fehler. Los mit dir. Hä?
Drei Kabel, sagtest du, ne? Naja, das erste, das muss halt, das ist logisch. Wir müssen erstmal reinkommen. Wir müssen erstmal raffen, wie das hier funktioniert. Dann nimm die Mitte. Jetzt gibt es keine Mitte mehr. Ich mache einfach mal das. Ja, das war richtig. Okay, gut. Jetzt habe ich hier die Hieroglyphen, also diese komischen Tasten-Buttons da. Hä? Ja, solche Hieroglyphen-Tasten, solche Buttons halt. Wie heißen die Scheiße? Solche Schalter mit solchen komischen Zeichen drauf. Wir haben noch 57 Sekunden. Ich explodiere gleich. Was für Hieroglyphen? Knöpfe. Wie nennt sich denn das? Ja, so sind so Hieroglyphen drauf auf diesen Knöpfen. Tasten halt. Kleine. Gut, was? Ja, was? Und zwar, ja, wie kann man das beschreiben? Irgendwie ein K, so ein X mit einem I drin. Nee, wie kann ich das beschreiben? Ja, gut, weiter. Dann habe ich ein komisches B, ein kleines B mit so einem Strich. Mit einem Strich? Ja. Weiter. Dann habe ich so eine, wie sieht aus wie eine Note, ein P umgedreht. Weiter. Und eine 6. Also so 6P. Oh, 6. Okay, ich bin explodiert. Ja, super. Na, das müssen wir erstmal. Okay. Okay, das müssen wir reinfitzen. Kein Problem. Okay, dann würde ich sagen, ich retry mal und es geht los. Wie ihr jetzt sehen werdet, ist das ganze Ding random und wir müssen es erstmal raffen. Okay, ich fange mal an. Und zwar haben wir wieder Hieroglyphen. Also Hieroglyphen, Sekunde. So. Sag an. Zwar ein E mit zwei Punkten drüber, aber rückwärts geschrieben. Also so ein umgedrehtes E mit zwei Punkten drüber. Okay, weiter. Dann habe ich ein N mit einem C drüber, das umgedreht ist, auf der Seite liegt. Ist es ein N? Hä? So ein H mit einem schrägen Strich. Also so ein H mit einem schrägen Strich. Und da ist irgendwie. Sieh, stopp. Hä? Ja, okay, weiter. Dann habe ich wie nennt sich das hier, wie so eine, was hat hier Neptun, so eine Scheiß, wie heißt ja, das? Ja, okay, Dreizack, weiter. Genau, Dreizack und ein A und ein E, so komisch verschnörkelt. Gut, das Eurozeichen, ja. Das AE, ja. Neptun und dieses H. Richtig, so, gut. Wir haben wieder Kabel. Links, rechts, oben, unten, was? Was wie? Von links nach rechts, also die seitlich halt, ne? Die Sekunde, sind insgesamt okay. Sechs Kabel. Sechs Kabel, gut. Das kann ich auch genau sehen. Und die lassen Ziffer der Seriennummer und gerade ist das dritte Kabel durchschneiden. Ansonsten, wenn das genau ist. Ist ein gelbes Kabel dabei? Nein. Rotes Kabel? Nein. Das vierte Kabel. Ja. Durchschneiden. Nein, war falsch. Warum? Wie ist denn die Seriennummer? Gerade, ungerade? Wie hat sich aufgehört? Nee, jetzt geht's wieder. Seriennummer gerade oder ungerade? Warte mal, die Seriennummer. Die Seriennummer, die letzte Zahl oder was? Die letzte Ziffer, ja. Ja, die ist gerade. Gerade. Ungerade ist das dritte Kabel durchschneiden. Ansonsten, wenn es genau ein gelbes Kabel gibt, gibt es mehr als ein weißes Kabel? Nein. Dann probier mal das dritte Kabel. War auch falsch. Gut, was hast du noch? Jetzt habe ich, einen großen Button, roter Button, wo Press draufsteht. Roter Button, blauer Button, gelber Button, Indikator mit Beschriftung K, nein, Batterie, was steht nochmal drauf? Press. Genau, nein, bla. Gut. Press, beschriftet ist drin. Drück mal drauf, was für eine Farbe. Was ist denn los hier? Blau. Wenn der Countdown eine 4 in einer irgendwo loslassen. Okay, achso, jetzt habe ich die 4 verkackt. Na, warte. Ja, hat geklappt. Und jetzt die Kabel. Die müssen wir jetzt noch machen. Kabel. Ich habe drei blaue Kabel drin und ein weißes. Vielleicht hilft es dir irgendwie weiter. Drei blaue, ein weißes. Dann sind wir. Und das waren halt zwei schwarze noch mit. Die habe ich jetzt halt beide zu drin. Komm. Nimm das zweite. Oh, hochgegangen, was ist denn los? Ja.
Okay. Ei. Ja, kann passieren, dass es längere Parts werden. Okay, wir machen jetzt nochmal. Ich mach gleich wieder Retry. Retry. So, jetzt muss es aber klappen. Mit dem Kabel, das haben wir noch nicht so ganz raus. Ne? Mhm. Eigentlich das Einfachste, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Okay, dann würde ich sagen, ja, wir haben jetzt wieder einen großen Button, einen blauen Button, wo Abort draufsteht. Blauer Button, Abort. Abort. Beschreibung, was halten Sie den blauen Weisung? Du, warte mal, lass den Knopf verlassen, Countdown 4, 1, bla bla. Gut. Du wirst den noch nicht machen. Du wirst den blauen Knopf drücken. Ja. Und dann, wenn der Streifen nicht blau, weiß, gelb ist, ne? Also ein von den dreien, lässt du sofort wieder los. Drück mal den blauen Knopf. Jetzt. Ja, war richtig. Da war kein blau, weiß, gelb. Jetzt kommen wir gleich mal wieder zu den Kabeln. Und zwar habe ich 6 Kabel. 6 Kabel, gut. Gibt es ein gelbes Kabel? Ja, 2. Wenn es genau ein gelbes Kabel, wenn es. Wir haben 2 gelbe Kabel. Hä? Warte mal, wenn kein gelbes Kabel. Wenn es genau ein gelbes Kabel, mehr als ein weißes Kabel, das hier. Schwarz, blau, gelb, gelb, weiß, rot habe ich. Entschuldigung. Warte. So, wie viel gelb? 2. 2. Hast du ein rotes Kabel? Ja. Das vierte Kabel da durchschneiden. 1, 2, 4. Ja, war richtig. Jetzt haben wir wieder Hieroglyphen. Sekunde. So, Hieroglyphen. Fangen wir an. Genau, und zwar wieder so ein umgedrehtes Eurozeichen. Habe ich. Dann weiter. So ein, ja, was sieht denn das aus? Ein O mit einem Strich unten dran. Sieht aus wie so ein, was weiß ich, ein Eis am Stiel. Keine Ahnung. Warte. Habe ich. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Habe ich. Und so ein komisches Ad-Zeichen. Na, nicht Ad, sondern so ein E, ganz komisch, geschwungen. So. Ich weiß nicht, so ein A. So du meinst von Disney, der Kringel da. Ja, sagen wir mal so. Gut. E, Eis, Kringel, Fragezeichen. Richtig, wir haben sie. Wir haben die Bombe entschärft, liebe Freunde. Boah, das war aber jetzt aber auch eine. Jetzt bin ich dann mit dem scheiß PDF dran. Ich bin mal gespannt. Wir haben es geschafft in 2 Minuten 55. Ja, super, ne? Haben wir die erste Bombe schon mal entschärft und damit ja, ist jetzt hier der erste Part auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und lasst einfach mal Feedback da, wie es euch gefällt. Und wie gesagt, dann am Donnerstag bei dem lieben Möller auf dem Kanal gucken. Und da kommt dann 14 Uhr seine Bombe. Und ich werde mich jetzt mal in die PDF machen, mal gucken, wie ich mich anstelle. Ich glaube nicht, dass das alles so schwierig, so einfach ist. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, bis denn. Tschüss. Tschaußen.